bleib stehen. Ich hätte einfach nur geschubst. Muss das Ding irgendwie explodieren oder sowas? Ich steige wahrscheinlich rein, das Ding explodiert oder so. Aber wo muss ich die denn hinbringen? Oder zu Vater James. Oder ganz oben. Das ist auch nicht das Problem. Ja, bloß keinen platten Reifen, Alter. Das liebe ich in solchen Spielen immer. Im LKW bist du wie so ein Rambo, kannst überall durchfahren. Dass der Lastwagen so langsam ist. Es wird also noch langsamer. Oh, das Auto hier rechts neben uns gefällt mir. Schicker Stadtteil, muss man schon sagen. Abgeliefert. Was ist das? Erste-Hilfe-Kram, Antibiotika, Bandagen und so weiter. Dachte, du könntest das gebrauchen. Ich will wahrscheinlich lieber nicht wissen, wo das her ist. Frag nicht, dann muss ich auch nichts sagen. Na dann. Ich kenne ein paar Leute, die den Kram brauchen können. Ich nehme es dir ab. Das ist doch wunderbar. Gib mir nicht diesen Dreck ins Haus. Entschuldigung. Dann gehe ich halt wieder. So, ich hole mir jetzt die Karre hier. Die sehen wie echt fancy aus. Schaut auch ziemlich fancy zu sein, alles klar. Tauschen. Man muss ja alles mal ausprobieren. Ich habe das Gefühl, das ist das gleiche Auto, bloß nicht als Cabrio, also doch als Cabrio plus geschlossen. So. Im Weg stehen. Und zurück geht es nach River Road.
Und der Wagen ist echt nicht schlecht. Gefällt mir sehr gut. So kann man halt auch mal parken. Sudele. Ja, Enter. Ist der irgendwer gefolgt? Roy schiebt Panik. Vor Greco? Vor dir? Habt ihr gehört, er schläft jetzt im Lagerhaus. Ist der einzige Platz, wo er sich sicher fühlt. Gut. Das heißt, ich krieg ihn leichter zu fassen. Sobald er erledigt ist, gehen wir rein. Vito kriegt das in den Griff. Du wirst schon sehen. Nächste Sache. Jetzt muss ich Roy konfrontieren. Konfrontieren, Entschuldigung. Mit dem Lagerhaus. Das ist ja was Einfaches. Wir sind ja schon dreimal drin inzwischen. Ernsthaft jetzt? Nee. An alle Einheiten. Verdächtiger ist äußerst gefährlich. Zusätzliche Einheiten sind unterwegs. An alle Einheiten. Verdächtiger außer Sichtweite. Ich wiederhole, Sichtkontakt verloren. Ist natürlich doof, wenn die hinterher kaputt sind. Ich glaube, bei dem Auto machen gerade die Hinterräder die Musik, die Geschwindigkeit. Ja, hier kann ich gerade noch nicht zurück. Oh, das ist doch ein Schmarrn, ey. Weil ich das Auto aus Versehen gerammt habe oder was? Stehen wir immer noch? Dann fahren wir halt immer noch mal hier zurück und gucken, was wir sonst noch finden. Ach okay, hier ist ja wieder das Polizeihauptquartier. Boah, geht mir dieses Schleifen gerade auf diesen Sack. Das ist mein Auto. Perfekt. So, ich hoffe mal, dass die Polizisten jetzt weg sind. So, dass wir einmal schön durchfahren können. Schaut so aus.
Nicht nur eine Ordnungswidrigkeit. Da hat jetzt gar keinen Bock mehr drauf. Kann ich das Tor irgendwie aufmachen? Mit dem Auto da durchfahren? Mit dem LKW. Mit dem LKW komme ich da bestimmt rein. Die ganzen Leute her. Oh. Oh, da war ich echt. Ja, okay, Leute, das war echt scheiße. Das muss ich zugeben. Ich bin da davon ausgegangen, dass ich mit dem Lastwagen da einfach durchbretter und dann die zwei Leute da wegkam. Nicht ganz. Ist natürlich wieder meine geile Karre weg. Oh, ey. So, machen wir es nochmal. Vorsichtig mit dem LKW voll das Tor brettern. Diesmal nicht versuchen, die Leute umzufahren. Aktuell geht es mir gerade nicht mehr so gut. So, jetzt können wir reden. Also der Typ, der gerade runtergefallen ist, der wollte das extra dramatisch machen. Schick ihm einen Molotow! Jetzt brennt es richtig! Molotow, weg da! Verdammt! Molotow! Komm schon, deiner Krass! Ich kann's für dich rumreißen, Roy. Komm in meine Crew. Toll! Das klingt toll! Was immer du sagst! Siehst du?
Sieht doch schon besser aus. Ui. Boah, ey. Dr. Bruno kann deinem Körper helfen, eine Menge einzustecken. Alles klar. Neue Schmuggelgeschäfte, neue Geschäftsverweisung. Natürlich bekommt ihr wieder das. Ich brauche euch Jungs beim Lagerhaus, um den Schmuggelbetrieb zu sichern. Ich schick sie dir. Und Lincoln, nur weil Greco ein Idiot ist, ist er noch kein Weichei. Wahrscheinlich wird er ein paar Leute losschicken, um dich zu killen. Pass auf dich auf. Greif dir Greco und schlag ihn von mir aus windelweich, aber bring ihn nicht um. Das erledige ich. Also auf der linken Seite wurde gerade angezeigt, dass Samakano jetzt ein Vergeltungskommando nach mir oder auf mich angesetzt hat. Was sagt, dass ich jetzt verfolgt werde. Die Leute kann ich killen oder vor dir weglaufen oder so immer. Ich war im Zweiten Weltkrieg im 3. Zugkompanie C Panzerzerstörungsbataillon 614. Ich war zwar ausgebildeter Sanitäter, hatte aber trotzdem eine Waffe. In unserer Einheit waren alle schwarz. Die Armee wusste nicht, wohin mit uns. Jedenfalls wollten sie, dass wir nicht mit den Weißen zusammenkämpfen. Klimbach. Klimbach war ein kleines französisches Städtchen in der Nähe der deutschen Grenze. Und wir hatten den Befehl, es einzunehmen. Drei von den 4 Abwehrkanonen, die wir hatten, hatten die Crowds kassiert. Aber aufgeben kam auf keinen Fall in Frage für uns. Wir waren fest entschlossen zu beweisen, dass wir mindestens genauso gut, wenn nicht gar besser waren als die ganzen anderen Soldaten in der Army. Ich red nicht gern über Auszeichnungen, die ich bekam. Wenn ein Mensch sowas überlebt, dann nur durch die Gnade Gottes. Ich finde es nicht richtig, sich mit Blechstücken dafür zu dekorieren. Außer Ihnen und John Donovan weiß es niemand. Nicht, dass ich mir große Mühe gegeben hätte, es geheim zu halten. Es hat nur niemand danach gefragt. Ach krass, der war auch Soldat im Zweiten Weltkrieg. Alles klar. Wissen wir Bescheid. So, jetzt sind wir hier. Jetzt haben wir noch eben das Geld ein. Zack, zack. Und dann auch wieder drüben zum Sanitätsschrank. Weil mein kleiner Vorrat ist inzwischen halt oder war komplett auf Null. Na los, werf schon! Ja, genau. Verpiss dich. Zusätzliche Gesundheit. Nachdem du jetzt einen Gesundheitsbalken mehr hast, kannst du mehr Schaden einstecken. Oder wegstecken. Aha. Alles klar. Ich weiß nicht, was ich dafür getan habe, aber anscheinend ist das Upgrade aber so gekommen. Da weiß ich auf jeden Fall Bescheid. So, dann versuche ich, dann gucke ich mal, wo hier der richtige Ausgang ist. Hier wahrscheinlich beim Lieferwagen. Und mal gucken, ob die hier irgendein Auto für mich bereitgestellt haben. Dank dir ist hier alles außer dem LKW. Geworden. Aber es schaut nicht danach aus. Ist hier irgendwas bereitgestellt? Wurde ich denn mein Auto geparkt? Nee, ich habe mein Auto nicht geparkt, weil ich hier gestorben bin. Verdammte Kacke. Nee, das Auto jetzt hier klauen. Ist auch nicht so nett. Die Frau anzurempeln, die mich dann anstöhnt. Ich weiß nicht, warum sie mich angestöhnt hat. Vielleicht fand sie das geil. Ansonsten habe ich hier ein Auto. Das ist einfach mal meins ist. Da drüben müssen wir und ich sage mit diesem wunderschönen Bild, was sich direkt vor uns gerade bietet,
sage ich jetzt auf jeden Fall auf Wiedersehen. Danke fürs Zuschauen. Und das war's dann mal wieder mit Let's Play Mafia 3. Zumindest jetzt für diese Folge. Insofern, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.